Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Bobby ist auch wieder dabei und ich hoffe, ihr auch. Hier ist das heutige Trainingskranspiel. Totemhelden. Viel Spaß beim Üben. Oh ja, das wird lustig. Ich gehe mal stark davon aus, dass die einfache Möglichkeit hier sein wird, dass wir die zwei hier oben runterwerfen und dass wir diesen Block hier greifen, damit ja, das Ganze hier nach rechts rutscht. Wobei ich eher davon ausgehe, dass dieser Pfeil, dass wir den von Hand, also dass wir den mit dem Kran nach rechts schieben müssen, damit er überhaupt rausrutscht. Aber das werden wir dann gleich mal ausprobieren. Auf jeden Fall erstmal hier reingreifen. Ich gehe mal davon aus, wenn ich hier reingreife, wird mir das eine hier sowieso wieder runterfallen. Aber was soll man anders da machen? Vielleicht hier so reingreifen? Wäre vielleicht auch eine Idee, damit es direkt nach rechts fällt. Probieren wir einfach mal aus. Na. Ah, das war ein bisschen zu weit. Ah, okay. Hat aber trotzdem gepasst. Sehr gut. Schmeiß andere runter, ja. Sehr schön. Ja, und jetzt diesen Block da greifen. Na, ah, sieht gut aus. Na, heb hoch. Ja, das war mir schon so klar. Ich denke mal sogar, ich habe euch ja gestern gezeigt, dass man hier mit Links- und Rechtsbewegungen die, ja, die Teile lockern kann. Also, dass sie langsam nach rechts rutschen. Ich gehe stark davon aus, dass man das hier auch machen könnte. Aber beim Training funktioniert das natürlich nicht, weil wir ja nur einen Automaten haben. Ja, es wird auf jeden Fall interessant, dass wir jetzt da ganz knapp so runtergreifen, dass er das nach rechts drückt. Andersherum kann ich mir das nicht vorstellen. Na? Na, verdammt, das war ein bisschen zu weit. Ja, das war so klar. Also das ist schwierig hier. Da gehe ich echt davon aus, dass wir da mit dem Hin- und Her-Bewegungen das einfacher lösen können. Oder muss... Ja, toll, das war schlecht. Das war ganz schlecht. Da hatte ich jetzt so Angst, dass ich zu weit gehe, dass ich zu früh losgelassen habe. Nee, das war nichts. Man muss halt einfach Skill beweisen, dass man hier im richtigen Moment loslässt. Na? Na, komm. Oh, das war ganz knapp. Ah, was müsste gehen? Komm, zieh raus. Ja, sehr schön. Immerhin hat es geklappt, damit wir einen Versuch bekommen haben. War ganz schön knapp. Ja, was ist wirklich hier? Hier ist wirklich Millimeterarbeit, muss man ganz ehrlich sagen. Na? Ah. Okay, wir haben heute wieder viel zu tun. Oh, ich habe auch wieder was vorbereitet. Und zwar diesmal sogar etwas, worüber ich selbst überrascht war. Ja, da haben wir gleich drei Versuche. Sehr schön. Die möchte ich natürlich auch sehr gut investieren. Ohne Fails am besten. Tapf, 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 tapf. Ja, kommt gleich zum eigentlichen Kran. Und zwar gab es heute wieder einen Mario Kart Automaten, der komplett aus Eis besteht. Und da waren interessanterweise alle Blöcke direkt locker. Gehen wir gleich mal hin. Wo haben wir es denn? Lass mal gucken. Wo ist Mario Kart? Wir haben es gleich. Ja. Ja. Und zwar hier hat sich der Bump direkt von Anfang an bewegt. Und am liebsten würde ich ja jetzt gerade nochmal versuchen, einen Speedrun zu machen. Deswegen, also was heißt Speedrun hier, Zeitraffer. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Ja, viel hat er sich nicht mehr bewegt, also ich glaube nicht, dass er noch rüber rutschen musste, könnte, weil der, ja, der hatte durch das Gewicht von hier oben, hatte der zweite, der schon runtergefallen ist, hat natürlich mehr Druck dahinter. Und ich mache es am besten so, dass ich halt auch das, also das werdet ihr dann vermutlich dann beim Endvideo sowieso sehen, dass ich halt quasi die Vorbereitung gleich zeige und dann danach das hier, was ich eben gemacht habe. So, aber wo benutze ich meine Versuche? Natürlich auch immer die Frage. Hätten wir auch noch vier Sachen, die uns fehlen. Das hier wäre zum Beispiel auch ganz interessant, dass man die Teile lockert und dann ja, nach und nach runterfallen lässt. Das hier sieht jetzt ein bisschen schwieriger aus. Da hat uns doch dieses eine hier gefehlt. Und hier sind die Teile ja beim Training hängen geblieben, wisst ihr noch? Also, nee, nee. Das hier könnte eigentlich ganz lustig sein. Das hier kennen wir ja. Da bleibt alles hier an dem Eck da hängen.
Wobei ich mich natürlich frage, ob man das mit dem Hin- und Herbewegen auch lösen könnte. So, das hatten wir ja auch letztens gemacht als Training. Wenn man hier reingreift, dann könnte man die zwei bekommen und dann fällt hier Hilda auch mit runter. Schwierig. Gar nicht so leicht. Wollen wir das mal versuchen hier? Oder hatten wir noch irgendwas? Wir haben jetzt irgendwas von Pixel Mario gehabt. Erstmal gucken hier. Viel zu viele Kräne. Ja, das hier würde noch fehlen. Da könnte man vielleicht auch was machen, wenn man die Steine lockert. Hier fehlen uns auch noch ein paar Teile. Wenn man hier zwischen reingreifen würde. Versuchen, diesen Block hier zu greifen, während dann hier das runterfällt. Ich bin hin und her gerissen, bin ich ganz ehrlich. Ja, wisst ihr was? Ich mache das hier mal. Ich versuche mal hier mit dem Kran reinzukommen, dass er hier den Goomba schlägt. Ja. Na. Oh, das war ganz. Das war nicht so toll. Na. Das war nicht ganz so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Da war ich zu weit bei der Wand. Natürlich schwierig. Weil am liebsten will ich es ja komplettieren, um. Ja, man sieht ja hier. Ja, wenn wir jetzt da unten hinschlagen, dann können wir vielleicht Mario und den Goomba bekommen. Goomba sage ich den Koopa. Aber hier die Pflanze, die wird da vermutlich da sitzen bleiben. Bewegt die sich eigentlich, wenn ich hier jetzt nach links und rechts gehe? Wäre natürlich auch interessant zu wissen. Ist natürlich auch wieder schwierig wegen meiner Kamera, weil die halt hier durch hell und dunkel vermutlich gleich hier den Fokus verliert. Eigentlich müsste sich die Pflanze ja bewegen können. Upsala. Na, wir sehen uns gleich wieder. Nee, also wie es aussieht, will sich die Pflanze nicht bewegen. Dann werden wir wohl doch da wohl über übel hier auf den Koopa schlagen. Dann ist wohl nichts anderes übrig. Na, das sieht doch relativ gut aus. Komm. Den triffst du. Ach, das gibt's doch nicht. Weil der immer so ein Stückchen nach oben geht, wenn er schlägt. Na, das ist doch jetzt nervig. Na gut, aber immerhin haben wir den Mario bekommen. Ja, das ist natürlich jetzt toll. Also ich krieg das nicht beendet. Dann versuche ich doch lieber was anderes. Weil ich meine, den Schlag, da können wir immer wieder versuchen. Wenn wir mal das nächste Mal wieder Versuche haben. Ja. Gut, dann versuche ich hier reinzugreifen. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Dass dann zumindest die Blöcke so runterfallen. So. Das war zu weit. Na? Na komm, die Kugel kannst du doch noch berühren, damit sie runterrollt. Ja, die ist leider fest, die können wir nicht runterwerfen. Ach, schade. Das, ja. Das Stachelei ist leider fest. Auch wenn es ein bisschen schief ist, aber ja. Aber na gut. Wir haben ja trotzdem wieder viel bekommen. Drei Mario Kart Teile, jede Menge Blöcke. Die können wir auch wieder gut gebrauchen zum Home-Menü designen. Feuer Mario haben wir jetzt auch schon als gedrehte Version. Gut, dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Ne, wir wollen keinen Freiversuch. Wir können kein echtes Geld reinstecken. So, ja, gut, dann, ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich bedanke mich auch wieder fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.